Das ist der Andreas Temmler, auch ein Oldtimer-Fanatiker. Nach seiner Lehre als Konstruktionsmechaniker hat er direkt beim Kleißl Hans angefangen und kümmert sich seither um den Karosseriebau. Karosseriebau von Hand, versteht sich. Eine Kunst, die in Deutschland so gut wie ausgestorben ist. Um sich aus einem Stück Blech einen Kotflügel formen zu lassen, muss man eigentlich nach Italien gehen, in die Gegend um Turin. Der Andreas Temmler hat sich dieses Handwerk dort von den Meistern abgeschaut. Nachdem er die Tafel mit einer Blechschere zugeschnitten hat, geht es an den sogenannten Kraftformer. Zehntelmillimeterweise wird hier das 0,88 mm dicke Tiefziehblech in die gewünschte Richtung getrieben. Es gibt verschiedene Einsätze für den Kraftformer, große und kleine, je nachdem, was man bearbeiten muss. Dieses ist jetzt zum Strecken. Wenn der Kraftformer das runterdrückt, die zwei Hacken aufeinander, dann bewegen die sich auseinander und das Blech wird gestreckt. Dann gibt es das Ganze noch umgedreht. Wenn die hier gedrückt wird, dann bewegt sich das zusammen und das Blech wird eingezogen. Und dann heißt es immer wieder Maß nehmen. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Mit Treib- und Schlichthammer und Geduld. Und irgendwann, so nach ein, zwei oder drei Tagen, kann man das fertige Teil, in diesem Fall eine Innenverstärkung, endlich einbauen. Beim der Motorenüberholung ist es eigentlich genauso wichtig wie bei dem, was man optisch besser erkennen kann, nämlich der Karosserie, dass da genau gearbeitet wird. Und wenn es jetzt bei den Spalten darum geht, dass überall 3,5 oder 4 mm am Auto vorzufinden sind, dann geht es genauso gut im Motor darum, dass da eben 300stel oder 400stel Spiel sind und nicht mehr und nicht weniger. Da brauchen die natürlich dann vom Motor vielleicht auch ein bisschen länger als andere brauchen, aber dann läuft er eben mit einer Ruhe, wie man es sich eigentlich von so einem alten Motor gar nicht vorstellen kann. Das ist jetzt Einschleifen von Ventilen. Da muss man darauf achten, dass die hundertprozentig dicht sind, damit der Gaswechsel auch stimmt im Motor. Und das kann man testen mit einem Unterdruckgerät. So, das stimmt. Also hier wird sehr genau Wert darauf gelegt, dass das wirklich dicht ist. Die meisten Betriebe messen das einfach oder machen das nur 5-mal und sagen, das läuft sich später ein. Aber das geht bei uns genauer. Muss man Perfektionist sein, um so einen Job zu machen? Ja, das sollte man schon ein bisschen. Also es gibt bestimmt welche, die würden das auch machen, aber vielleicht nicht so wie ich oder andere. Also es ist schon wichtig, dass man da ein bisschen Perfektion mit reinbringt. Genaues Arbeiten, sehr wichtig, macht viel aus und wird es immer wieder machen. Ist es was Wichtiges für dich, mit den Händen zu arbeiten? Ja. Warum? Also Hände, muss immer was zum Schrauben haben. Also man muss begeistert dabei sein und es ist sehr wichtig, mit den Händen zu arbeiten. Das anders könnte ich nicht so machen. Also im Büro sitzen wäre nicht mein Fall. Hans nimmt den Schraubenschlüssel nur noch selten in die Hand. Sein wichtigstes Werkzeug ist heute das Telefon und sein bevorzugter Arbeitsplatz der alte Schreibtisch in seinem Wohnzimmer. Von hier aus kümmert er sich um seine Kundschaft. Und die sitzt verstreut in allen Ecken dieser Erde. Von Basel bis Bahrain, von Nürnberg bis New York. Thank you.
Das ist die Vanessa Kleißl, dem Hans seine Frau. Und genau wie der Hans sammelt auch sie leidenschaftlich gern schöne alte Dinge. Auch Oldtimer, allerdings etwas kleinere. Oft sind ja Frauen dann ein Hindernis, wenn die Männer ihrer Sammelleidenschaft nachgehen. Das ist bei ihr genau andersrum. Also wenn ich ein neues Auto kaufen will, dann ist immer Feuer und Flamme. Und wenn ich eins verkaufen will, dann legt sie immer ihr Veto ein. Und weil die beiden nicht nur ein kleines Häuschen, sondern ein ganzes Klostergut mitsamt Mühle bewohnen, ist für diese ausgeprägte Sammelwut auch genügend Platz vorhanden. Bis jetzt zumindest. Das ist die vierte Etage von unserer Mühle. Moment. Runter. Unsere Sammeletage. Wie ihr seht, ist hier allerlei Krimskrams und großer Kram. Das ist meine kleine Ecke. Die Puppenwägen, den habe ich gerade neu erstanden am Flohmarkt. Bin ich ganz stolz. Und auch sonst eben Kinderwagen aus den 50er-Jahren. Und der Rest ist alles Hans' Sammelleidenschaft. Und da zeige ich euch jetzt mal ein paar schräge Sachen. Brutus, komm! Also das ist vielleicht unser ausgefallenstes Stück hier. Ein Zahnarztstuhl aus den 50er-Jahren mit lauter schönen kleinen Nettigkeiten dabei. Da haben wir auch schon Fotoshootings drin produziert. Ja, die Models haben sich nicht sonderlich wohl gefühlt, aber... Warum schafft man sich sowas an? Aus Spaß. Wir haben den Platz und so. Man schmeißt nichts weg und wenn man irgendwas Schönes findet, dann behält man es auch. Also, und er hat gerne auch gesammelt auf Flohmärkten in der Hoffnung, ein schönes Stück zu finden. Und das hat ihn irgendwie fasziniert. Und jetzt steht es hier. Zum Anschauen. In derselben Mühle, ein Stockwerk tiefer, da lebt seit 20 Jahren noch ein anderer Sammler. Der Holländer Georg Flandrein sammelt Zeitungen. Und er besitzt unendlich viele, die er alle fein säuberlich archiviert hat. Nach einem System, das für Außenstehende nur sehr schwer zu durchschauen ist. Diese ganz besondere Leidenschaft wurde kurz nach dem Krieg entfacht. Damals arbeitete Georg Flandrein als Zeitungsjunge. Dann habe ich Zeitungen verkauft an dem Bahnhof. Und dann habe ich immer gewartet, bis der Zug beinahe ging. Dann habe ich manchmal auch eine Zeitung von gestern verkauft. Das älteste Exemplar in seiner Sammlung stammt aus dem 17. Jahrhundert. Steht eigentlich das gleiche drin wie heute, nur mit anderen Namen, behauptet Georg Flandrein. Und der muss es ja wissen.